So, wir wären alle wieder zurück. Herzlich willkommen. Ja, bevor es losgeht, so ein kleiner Überblick, was wir jetzt in dieser Folge machen werden. Und zwar hat mir der Arrival Ender wieder geschrieben, dass man beim Militärdepot sich befördern lassen kann. Das werden wir auf jeden Fall mal in Angriff nehmen. Ob wir da vielleicht schon bereit sind, irgendwie befördert werden zu können, das wäre richtig cool. Dann wurde ich vom Leon darauf hingewiesen, dass ich bitte dann die Meldungen hier lese, beziehungsweise auch was dazu sag. Also einfach nicht schnell wegklicke, wenn dann da steht, eben Frankreich erklärt so und so dem Land den Krieg. Das werde ich berücksichtigen. Vielen Dank auch für die Info und das Feedback. Freut mich immer und ich meine, hilft doch auch, wenn das dann euch besser gefällt. Ah, jetzt sind wir hier. Können wir jemanden... Oh. Wieso darf... Achso, genau. Ich hatte doch auch meinen Charakter aufgelevelt. Jetzt können wir da mehr Leutchen mitnehmen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Haben wir jetzt überhaupt noch die bayerischen Leibregiments? Hier haben wir noch 5 von 7 Stück. Aber ich glaube, unser Questgeber war immer noch in Gefangenschaft. Ja. Ja, der ist immer noch in Gefangenschaft. Das heißt, da können wir jetzt erstmal gar nichts machen. Und so wie ich das sehe, ja. Wir müssen sowieso jetzt erstmal in die nächstgrößte Stadt. Wir werden allerdings versuchen, hier unsere Kühe noch mitzunehmen. Die sind immer ein bisschen langsamer als wir. Da müssen wir aufpassen, dass wir die nicht verlieren. Und so langsam heilen dann auch unsere Leute. Ja, bald wieder voll ausgestattet. Wir werden das ganze Zeug verkaufen, haben auf jeden Fall wieder gut Kohle und ich denke, ja, ich würde halt gerne noch irgendwie ein paar Kühe bekommen für unsere schöne Stadt. So, hier will auch uns gar niemand anschließen. Was soll's? Wir verkaufen mal geschwind. Warum habe ich eigentlich so ein schlechtes... 39, 42. Ich habe hier ein super Pferd dabei, aber irgendwie nicht ausgestattet. Deswegen war auch so langsam, habe ich da irgendwie verpeilt. Genau, mir wurde auch geschrieben, dass wir uns ein super neues Pferd kaufen können. Auch irgendwo in so einem Depot, auch relativ günstig. Nur zwischen 200 und 500 Franken, das geht eigentlich. Ja, gib einfach her. Ja, ich finde, das geht. Und das werden wir auch machen. Wir könnten jetzt versuchen... Ja, komm, wir reisen einfach kurz weiter zum Militärdepot. Ich wollte das Ganze jetzt nicht versuchen, hier zu looten. Jetzt sind hier schon wieder irgendwie die... Ah, hier sind die Viecher. Ja, die sind irgendwie auf eigenem Gelände schon wieder unterwegs. Jetzt sehe ich die schon nicht. Wo sind sie denn da? Wir müssen halt nur noch irgendwie da oben auch ankommen. Ist jetzt auch ein bisschen blöd, dass wir die jetzt mal hier mitschleppen müssen. Aber ich meine, da bleibt jetzt auch groß gar nichts anderes übrig. So, hier sind es 1, 2. Zum Befördern da. Wunderbar. Ja, das Militärdepot von uns ist auch ja nicht weit entfernt. Wenn wir jetzt da unten immer unterwegs waren, gar nicht so schlecht. So, Rheinbundpatrouille unterwegs. So. Ja. Also wenn wir das nächste Mal so eine größere Reise machen müssen, gut, die jetzt war es nicht ganz so groß, dann werde ich doch einfach einen kleinen Cut setzen, aber jetzt ist die ja nicht so riesig lang. Da kann man das nun schon kurz machen. So. Jetzt bin ich doch auch gespannt, ob das jetzt so funktioniert. Enter the Depot. Müssen wir da das... Ich weiß nicht. Zum Hauptquartier. Ich denke einfach mal, wir laufen einfach mal rein. Schauen, wie es da aussieht und... Ja, genau, dankeschön.
Okay. Genau, ich würde ihn supporten. Nee. Wie kann ich befördert werden, verdammt? Ich will befördert werden, Mann! Nee, okay, also hier wird nichts gehen. Wer ist denn der gute Herr hier? A commission? Even a simple lieutenancy demands. Ah ja. Okay. Alles klar, okay. Der hat mich jetzt sozusagen gerade befördert irgendwie zum Sergeant irgendwas. Das finde ich jetzt interessant. Da schauen wir uns doch direkt mal an, wie viele Männer ich jetzt... 105 sogar, Leute! Das Ganze nimmt jetzt Züge an, das ist geil. Wir haben jetzt nochmal 20 Männer draufgekriegt, also zum Rekrutierungsmaximum sozusagen. Jetzt ist das Problem, dass wir natürlich auch irgendwo rekrutieren müssen. Da würde ich jetzt einfach mal gerade runter... Richtung Abenberg. Mir da ein bisschen was holen. Ach, warte mal. Hier soll es ja auch gute Pferde geben. War das hier? Genau, dieser Friedrich Frankmont, der ist jetzt auch Marschall. Den haben wir ja auch unterstützt sozusagen. Haben unsere Beziehung von 0 auf 5 aufgestockt. So, jetzt haben wir 45, 44, 10. Alles 45, 44, 10. Ja, das holen wir uns auch, das Pferdchen hier. Das scheint relativ gut zu sein. Nee, passt mal wieder nicht. Haben wir schon wieder zu wenig Geld. Also wird das mit der Kanone noch ein bisschen auf sie warten lassen. Aber ich meine, Kanone ist auch nicht so wichtig. Wenn wir dann da eh gerusht werden, dann... Warte mal. So, wir sollen jetzt mindestens 12 Männer zu seiner neuen Militärkampagne ranschaffen. Alles klar, der befindet sich... War am Militärdepot, da waren wir ja gerade richtig. So, Banditen rennen hier rum. Und der ist jetzt wahrscheinlich noch hier drinnen. Ja, ready to join you. Perfekt. Der sagt uns wahrscheinlich, wir sollen jetzt einfach warten, bis er uns neue Anweisungen gibt. Aber das schaue ich mir dann lieber noch nach, genau. Wir sollen ihm folgen. Können wir hier vielleicht noch was rekrutieren? Nee. Ja gut, ich meine, so, da ist er. Ne, Sebulan Noyan ist jemand anderes, doch. Naja, jetzt habe ich ihm einfach praktisch gerade gesagt, dass ich mich selber für Sheffield nominieren würde. Wo auch immer Sheffield liegt. Wir werden jetzt einfach mal hier dem guten Mann folgen, unserem Namen alle Ehre machen und versuchen einfach ein bisschen hier... Ja, danke schön. Die beglückwünschen mich jetzt hier alle. Dass ich sozusagen gegen den Karl Friedrich oder wie er hieß, die Schlacht gewonnen habe in großer Unterzahl. Das war ja letzte Folge wirklich richtig geil. Und das bringt es dann auch, also wenn man wirklich dann mal mit gut ausgestatteten Männern sich traut, da eben gegen anzukämpfen, gegen so eine Übermacht, das lohnt sich dann auch.
Ich hoffe, wir kommen noch an ein paar Rekrutierungsstellen da vorbei, denn die brauchen wir auf jeden Fall. So Leute, kommt. Was nehmen wir ein? Marschieren wir gegen Frankreich oder was ist los? Mit denen haben wir noch gar keinen Krieg. Oder? Ich würde jetzt gerade mal Richtung Gießen. Da kann man bestimmt noch den einen oder anderen jungen Mann überzeugen, sich uns anzuschließen. Das wäre gar nicht so schlecht. So, da sind wir. Endless Volunteers. Ein Mann. Ach komm. So, hier warten wir jetzt, oder was? Ja, ist doch schade, wenn wir jetzt hier nur die ganze Zeit warten. Lass uns doch irgendwas angreifen hier, Marschall. So, weiter geht's. Wo auch immer das Ganze hinführen soll, wartet mal kurz. Take an action. Nee. Ich wollte gerade schauen, ob man hier irgendwie so eine Art, so ein Wappen oder eine Fahne auswählen kann, geht aber nicht. Vielleicht weil wir kein Adliger sind oder so, weiß ich jetzt auch nicht. So, hier schaue ich jetzt nochmal kurz bei beiden. So, hier, Frieden zwischen Preußen und Russland. Das ist interessant. So, hier noch ein bisschen Linienkavallerie. Davon hatten wir ja wieder viel verloren. Da müssen wir wieder ordentlich aufstocken. Hier will leider keiner mit. Schade. Ja, ich frage mich gerade, in welche Richtung marschieren wir denn? Wir haben da unten Österreich, so. Ja, warte mal, wir schauen uns einfach mal uns selber an. Hier, wo sind wir denn? Rheinbund, so. Also mit Frankreich haben wir kein Problem. Mit den Engländern haben wir so einen Waffenstillstand. Österreich haben wir Frieden. Krieg haben wir nur mit den Preußen, sonst keinen. Deswegen frage ich mich, Kollege, was machen wir hier unten? Ist doch Quatsch, wenn wir jetzt hier durch die Gegend eiern. Und nicht mal Richtung Feinde marschieren. Oder er will jetzt vielleicht den Krieg jemanden erklären. Das ist natürlich auch interessant. Italien wäre ganz cool, wenn wir da mal runterkommen. Da sind viele... Was sind das hier überhaupt? Ja, das sind nur die paar Städtchen von Italien da unten. Naja, wir warten mal ab. Ich will jetzt hier auch keinen Cut setzen, weil es kann sein, dass hier jeden Moment was passiert. Das wäre auch blöd. Allerdings ist jetzt nur noch Pampa und... Ui, wir laufen wieder zurück. So langweilig, Kollege. So, ich besuche den jetzt einfach nochmal und frage, was jetzt Sache ist hier. Ja... Egal, wir laufen jetzt mal Richtung Stuttgart und rekrutieren einfach. Und währenddessen erledigen wir einfach die Quest, indem wir dem einfach folgen. Ich meine, wir sind sowieso schneller. Da können wir jetzt ein bisschen einfach außen rumlaufen und uns die Leute hier holen. So, dann nehmen wir jetzt aber wirklich mal wieder hier Linieninfanterie mit. So, so sieht das doch schon mal viel besser aus hier. Jetzt machen wir auch ein bisschen Gewinn hier. Von Reichenbach und 19 Franken als Gehalt, dass wir uns hier der Nation hier angeschlossen haben. So. Hier schön den Kürassier. Vielleicht können wir in Aschaffenburg noch was holen. Ja, wunderbar. So, wieder Frieden zwischen Österreich und Frankreich. Da scheinen die sich auf irgendwas geeinigt zu haben, wie auch immer. Hier unten kam ja auch vorhin die Meldung, dass irgendwie Feinde in Nähe Eisfeld gesichtet wurden. Und ich denke mal, da läuft jetzt auch unser Marschall in die Richtung. Ansonsten wäre ich auch stark dafür, dass wir wieder einfach mal hier Richtung Heimatdorf und uns selber
laufen. Nochmal nachschauen, wann da eigentlich jetzt unser Bauprojekt fertig ist. So, wir können wieder aufleveln hier. Oh, zwei bayerische Dragoner. Dann haben wir hier noch einen Kürassier. Ja, also Kavallerie ist wirklich wichtig, aber die verlieren wir halt auch schnell. Deshalb brauchen wir da auch umso mehr. So. Wenn jetzt hier der Kollege wirklich mal nichts mehr macht, also ich weiß nicht, ob ich eine Quest nicht einfach beende, wenn der jetzt hier eh nichts macht, dann hat das ja auch so für sich eigentlich keinen Sinn. Jena ist immer noch kaputt. Dann bleibt erstmal nur Leipzig übrig. Oh, jetzt geht's irgendwie hier runter. Ja, wahrscheinlich nochmal gegen irgendeine preußische Siedlung, die wir halt kaputt machen oder so. Naja, die Banditen, die können jetzt mal schön hier wegrennen. Die haben hier nämlich absolut nichts zu suchen. Hoppala, das war der Mikrofonständer. Gut, jetzt sind wir hier schon mit 81 Mann unterwegs. Da sind wir auch bald wieder voll. Dimnizar, ich weiß nicht, dem könnte man eigentlich auch ein Pferd ausstatten. Ja, kann halt nicht, ne? 27, 30. Komm, müsste das. Ja gut, hat beides 23, aber dann kriegt er halt noch einen schicken Helm dazu. Aufleveln können wir ihn auch nicht. Also das ist ein recht schlechter Typ. Also er hat nichts dabei, er hat Level 3, da kann man mit dem eigentlich nichts anfangen. Naja, mal schauen, vielleicht levelt er noch. Friedrich, genau, also jetzt dieser Herr Friedrich will mich jetzt sprechen. Das gibt uns wahrscheinlich irgendwie eine kleine Mission, dass wir irgendwas zu essen holen sollen oder so. Alles klar. So, wir sollen jetzt hier diese Städte abklappern. Military Depot Brusher, Potsdam und Berlin-Preußen und so weiter. Das heißt, wir werden einfach mal über Reichenbach bei mir vorbeimarschieren und dann diese Städte eben mal begutachten. Da wir praktisch jetzt einfach Informationen haben, wie viele Leute da eigentlich noch dran sind. So, wenn die jetzt hier warten, dann würde ich die einfach mal kurz überfallen. So. Einfach, dass wir mal wieder eine Schlacht hier haben. So, hold this position, hätte ich jetzt mal gesagt. Und beziehungsweise hierher. Zack. Und dann nehme ich hier noch die Kavallerie nach rechts. Gut, Kavallerie ist gut. Hauptsächlich Infanterie. Aber ein Double Rank, keine einzelne Linie. Haben die das nicht gehört oder wollten die es nicht hören? Ja gut, jetzt machen sie es halt nicht mehr anders. Ich hätte jetzt gesagt, wir chargen die. Nee, machen wir lieber nicht. Es sind immer noch 18 Männer, die kommen jetzt hier runter gerade. Sollen wir nach. Ja, also eine Einserlinie ist gar nicht schlecht. Das kann man auch mal auf jeden Fall sagen. Die hat es auch direkt erwischt. So eine Einserlinie, da kann man schön breit schießen, ohne dass da jemand im Weg rumsteht. Und da irgendwie ist es halt nur noch der eine. Jawohl. So, was kommt da unten jetzt noch rum? Der Kavallerie sage ich einfach, die soll jetzt einfach chargen. So, der liegt direkt auf dem Boden. Und warum laufen die mir immer rein, ey? Jetzt hau doch ab. Ach, der ist direkt weg vom Fenster, okay.
Ja, die schießen fleißig. Aber jetzt helfe ich noch kurz aus, wenn wir jetzt auch nicht da oben direkt in das Feuer reinrennen. Zack. Wir schauen uns an, was da oben los ist. Mit unserer Rüstung, die wir jetzt seit ein paar Folgen haben, ist das Ganze auf jeden Fall angenehmer. Ja, komm, die können wir kurz... Brauchen wir auch keine großen Verluste oder so. Die kleine Patrouille können wir einfach kurz hier wegdezimieren. Na! Haut's euch alle weg. Mann, das gibt's jetzt noch nicht. Ich will jetzt noch ein paar hier erwischen. Jawohl. Haben wir jetzt alle? Oder ne, da rennt noch einer. Ach du Kacke, da rennt ja noch einer. Den dürfen wir jetzt auch gleich. Und das sieht einfach richtig geil aus, wie da hinten alle stehen und hier drauf halten. Und zack, das war eine letzte. Wunderbar. Und anscheinend gibt es da auch gar keine Probleme dann mit der anderen Nation oder so. Weil es einfach nur so Stadtpatrouillen sind und die kann man anscheinend gut weghauen. Das ist dann auch ganz gut eigentlich zum Leveln, auch für die Truppen hier. Ja. Aber nichtsdestotrotz müssen wir jetzt weiter Richtung Reichenbach. Und ich würde mich dann in der nächsten Folge melden, wenn wir Reichenbach erreicht haben. Bis dahin, ciao, ciao.